Hallo, schönen guten Tag, herzlich willkommen beim neuen weiteren Video der Firma Autogesellschaft. Wir sind heute auf Shoppingtour und zwar wurden wir angesprochen, habt ihr die Lust, wie viel sind das? Weiß nicht, 1, 2, 3, 4. Den Crown würden wir da lassen, der ist schlecht, den willst du nicht. Der ist schlecht? Ja, da hat man einen Seitenschaden gehabt. Das sieht man, ja, der scheinbar aber sieht geil aus, der sieht aus wie Karl Dall, der schießt so ein bisschen. Ja. Hä? Die 9 waren es in Summe, oder? Ja, 2 sind schon weg. Ach, die sind schon weg? Ja. Wo sind die denn hin? Nach Litauen. Habt ihr schon verschafft? Habt ihr die irgendwo online oder was? Ich hatte die online. Aha. Und da hatte ich schon 2 gekauft, vor 2 Monaten, 3 Monaten. Aha. Und hat er mich angerufen und gesagt, ey, pass auf, hast noch 2? Ja, von mir aus doch. Ja, da hat er wahrscheinlich schon die besten verkauft. Nee. Das geht bei denen nach Herstellungsdatum. Aha. Den ist Kilometern egal, es geht Herstellungsdatum, ist ja entscheidend. Ansonsten wegen Zoll, ist das da dort 3 Tage drüber, zahlt er irgendwie mehr Zoll. Aha. So. Darf man eigentlich sagen, wo du arbeitest hier? Oder ich arbeite, geheim? Nein, ich arbeite bei der Firma Bolker Transport, Rohstoffhandel, ja. Logistik, seit 12 Jahren mittlerweile. Machst du Fuhrparkmanagement oder was machst du da? LKW-Fahrer. Ach, du bist LKW und kümmerst dich um den ganzen Käse hier mit dem Bein? Ich bin mit meinem Chef sehr, sehr gut dran. Ja. Und daher ist es so ein bisschen, ich mache so alles das, was halt anfällt. Ja, dass mal irgendwelche LKWs in den Herrschaften sind oder irgendwie hier und da. Und um solche Sachen kümmere ich mich schon halt mit. Mutti für alles. Ja, so ungefähr. Okay, und die Dinger, da seid ihr irgendwie die Jungfrau zur Backpfeife dazu gekommen, ne? Wir zeigen sie mal ganz kurz hier. Ist jetzt nie unbedingt so das High-End-Automobil, aber es kann halt viel. Das kann günstig im Unterhalt sein. Man kann viel transportieren. Auf Deutsch gesagt sieht es eigentlich auch scheiße aus. Es ist ein, ne? ist halt ein Kangoo. Ist ein Kangoo oder ein Berlingo oder was auch immer. Da hat man sich irgendwie gedacht, Mensch, wir könnten uns ja alle in eine Plattform teilen. Die gibt es in 3 Längen. Immer in kurz, lang, extra lang. Das sind jetzt die extra langen Varianten. Frag mich jetzt bitte, wie viel länger die jetzt sind. Aber auf jeden Fall so, dass du nach der zweiten Reihe quasi oder nach der Sitzbank wirklich nochmal richtig Kofferraum hast. Boom. Und hier sehe ich zum Beispiel Leute mit einem Handwerksbetrieb, Maler, Fliesenleger, Leute mit großen Hunden zum Beispiel oder mit irgendwelchen wilden Hobbys. Richtig. Man kann hier wahrscheinlich auch drinnen grunzen in so einer Karre, wenn man das unbedingt will oder kann. Ne? Das wäre wieder was für euch. Da könnt ihr dann nie bloß, warte, ganz kurz, ne? Das glaubst du jetzt nie. Die haben zu dritt 3 erwachsene Jungs in einen 3B Passat 1 Woche lang geschlafen. Man muss das wollen. Da muss man sich wirklich ein bisschen gern haben. Ne? Dass man, hier könntet ihr wahrscheinlich sogar vom Platzangebot zu 6 drinnen schlafen. Ja, ich denke auch. 3 Wochen. Ja. Also, der hat also mal eine Klatsche gehabt, man sieht es deutlich. Ne? Ja, hinten Seitenwand, ganz schlimm. Ist nicht so schön, ja? Und ist auch nicht so lang, das Ding. Das ist nee, so der ist kurz, ne? Oder? Ja. Das sieht aber fachmännisch gemacht aus. Das sieht aus, als hätte ich das gemacht. Ist alles dasselbe. Alles 111er, das alles ist also, glaube ich, 1,6er Diesel, wenn mich nicht alles täuscht, mit 109 PS. Genau, aus der PSA-Gruppe. Und das ist ja dieser Peugeot-Motor, glaube ich. Ja. Der ja so ein bisschen, ne, die Mercedes-Fahrer, die wollen alle den Mercedes-Motor. Also sprich, wenn du so ein Vito hast oder, genau, ein Vito, da gab es den Motor ja auch, den kleinen, den ganzen, den 114 PS oder was das da ist. Das ist ja dann der, wenn mich jetzt falsch liege, korrigiert mich gern, aber das ist dann der Peugeot-Motor bzw. Citroën und da gehen die Leute nicht so steil, die Mercedes-Kurven. Nee, und wie viel haben die runter? 110 bis? 120 bis, ich glaube, der 200.000 ist schon weg. Aha, gut. Ja. Okay, dann müssen wir nochmal durchgucken. Hast du die Schlüssel mit? Ich habe alles mit. Dann gucken wir mal eben mal durch, weil ich sag dir ganz ehrlich, die Autos kommen nämlich, darf man das sagen, aus einer Insolvenz, ne? Ja, aus einer Firmeninsolvenz. Aus einer Firmeninsolvenz, quasi von einem Mitbewerber. Das wurde denen angeboten, den Kollegen hier. Und dann haben die gesagt, na gut, dann kaufen wir den ganzen Ramsch auf, bevor jemand anders auf Deutsch sagt. So ist es. Auf die Idee kommt die Firma wieder aufzuschließen mit dem Zeug. So, das Thema ist, gerade bei so einer Insolvenz sind die Kisten ja meistens richtig gebumst, ne? Geht aber eigentlich schon. Ja. Geht? Ja, weil meistens ist ja dann, man geht dann nicht ohne Grundpleite, ne? Da ist meistens dann schon länger kein Geld mehr da, so richtig. Und dann auch keine richtige Kohle mehr, um irgendwo zu investieren, meistens, ne? Waren aber auch riesengroß, ne? Echt? 80 bis 120 LKWs, schätze ich, hatten die. Boah, auch schon eine Ansage, ne? Ja. Großer LKW. Ja, sowas. Und Sattelzugmaschinen. Okay. Und da war es dann halt so, dass die letztes Jahr halt dann quasi zahlungsunfähig geworden sind. Mhm. Und da war aber ein Teil der LKWs schon verkauft an einen großen Händler. Und der, aha, hat dann den Rest noch aufgekauft. Und da, ja, war halt der Deal so, mir die PKWs, er die LKWs, Firma weg. Also sag ganz ehrlich, Transportgewerbe ist auch ein knallhartes Geschäft. Ja. Das ist mindestens genauso, ich sag nicht abgewichst, aber genauso hart wie Autohandel. Das ist fast dasselbe. Es geht Preise, ja, Reklamationen, Kunden, Mitarbeiterstress, dies, das, ja, Ananas. Das ist, ein Kumpel von mir macht ja auch Transportgewerbe, aber ein bisschen in einer anderen Richtung. Und da hört man auch viel. Die Dieselpreise derzeit, wenn du jetzt ein bisschen mit dem PKW fährst, magst du ja alles mal noch gehen. Aber fahr mal so eine Bude, die 40 Liter auf 100 Kilometer verbraucht. Mhm. Ne?
Das ist eigentlich krass, dass die Dinger immer noch so viel Soße durchziehen. Ich hatte eigentlich gedacht, die sind locker irgendwo schon im Bereich unter 20. Nee, im Leben nicht. Im Leben nicht. Das ist schon geisteskrank eigentlich. Hä? Also mein 35 und 40 ist normal, was so zieht. Mein Gott, du darfst ja nicht vergessen, was man für eine Masse und Last bewegt. Ja. Ne? Darf man ja nicht vergessen. Aber trotzdem, ne? Ich meine 2023, die Autos verbrauchen eigentlich immer noch so viel wie vor 20 Jahren. Genau, Luna mit rein. Genau. Verbrauchst du genauso viel Soße wie vor 20 Jahren. Also dass man da beim LKW-Bereich das nie hinkriegt, dass die Dinger sparsamer werden, deutlich sparsamer. Dass du sagst, Mensch, nie bloß 3 Liter weniger, sondern irgendwie auch 10 Liter weniger. Ja. Also das ist ja nicht nur auf der Autobahn. Ich sag mal so, du fährst ja mit so einem Fahrzeug ins Gelände, auf der Baustelle. Ja. So hoch der Dreck, der Schlamm. Da ziehen die natürlich noch viel mehr. Ja, ne? Da geht der Spritverbrauch nochmal extrem hoch. Da bist du wahrscheinlich immer noch bei 50 Liter. Also wir hatten früher mal eine Baustelle gehabt, da war es fast 1:1. Auf 100 Kilometer 100 Liter. Boah, das ist fast Ural-Style. Mhm. Das ist halt wirklich schwierig und vor allem, schätz mal ein, wenn du jetzt einen Auftrag verhandelst mit irgendeinem Auftraggeber in 3 Monaten, wo er wissen, du wissen, wie der Spritpreis dann ist, also das musst du schon großzügig kalkulieren. Richtig. Das weißt du ja alles nicht. Oder ob der Fahrer dann kann oder ob der krank ist. Oder das kannst du heutzutage ja gar nicht mehr kalkulieren. Was weißt denn du, was der Diesel jetzt in 2 Monaten kostet? Nö, weiß keine Sau. Ob der dann wieder 2,50 Euro kostet, dann dreht wieder irgendwo einer den Hahn zu oder auf oder weißt der Geier was. Dann kostet er vielleicht 1 Euro, dann kostet er 4 Euro, du weißt es nicht. Genau. Kann alles passieren. Ne? Deswegen Transportgewerbe ist auch eine richtig schwierige Branche. Sehr schwierig. Wollte ich nie tauschen. Ich habe letztens eine Doku gesehen, die war echt geil, aus den 70er Jahren oder sowas. Da sind 2 Typen im Scania unterwegs. Und da hat, weiß nicht mehr, irgendeine Schweizer Produktionsfirma, die begleitet. Die haben einer gepennt und der andere gefahren die ganze Zeit. Und dann sind die liegen geblieben in der Karre und haben das noch repariert auf der Autobahn im Dunkeln. Mhm. Blaumann angezogen, so war das Fernfahrergewerbe mal gewesen. So war es früher. Blaumann angezogen, Werkzeugkiste raus, repariert. So, dann gucken wir uns mal hier die Sparbüchsen an. Und da hinten sind noch 2 Vito-Tourer, ne? Jawohl. Okay, eine Schiebetour. Und das sind 136 PS, oder? 116 CDI, keine Ahnung, was sie haben. Ja, 116er, das sind 163 PS. Und die haben 210, hat der jetzt auf der Uhr? Ist der an? Der Tacho, ja. Ne, der Tacho, ja, 210.000 hat der runter. Der ist so ähnlich. 210, warum sind wir jetzt hier? Die haben halt alle Mehrwertsteuer. Die Hoffnung ist natürlich die, dass das Zeug ins Ausland geht, ne? Aber das ist halt wirklich eine ganz spartanische Ausstattung, ohne Armstützen. Na, und siehst du eben auch hier, dass die Baujungs da drinnen oder die Jungs von der Firma sind halt innen und nicht sauber. Nee, die Titanen sind innen relativ sauber, aber die Videos überhaupt nicht. Na, so sieht es dann eben aus, die sind schon, boah. Ja. Also da würde sich der Stefan wirklich freuen, die Dinger Arena zu kriegen, da baust du erstmal die Bank aus und dann tust du ja immer feucht durchwischen mit dem großen Lappen. Ich sag mal so, wie es ist, das ist wirklich eher was fürs Ausland Exportgewerbe. Ne? Also jetzt an deutschen Endkunden wird stehen auf gar keinen Fall wieder nochmal rausgeben. Ist zwar eigentlich super, um irgendwie, wenn du 9 Kinder hast, durch die Gegend zu fahren. Ne? Ja. Ganz große Klasse. Weil hinten auch ein bisschen die Scheiben getönt. Aber die haben halt alle über irgendwo einen Anschluss dran. Ne? Ja, hier sind nochmal die Winterhumpen, die sind aber auch kurz vor Feierabend. Ja, und der ist halt wirklich benutzt. Ne? Mhm. Mein lieber Scholli, so, den habt ihr schon mal den grob Rene gemacht. Den haben wir schon mal so grob, aber wirklich nicht aufs Fenster. Nee, aber da brauchst du... Innen sieht er aus wie die Sau. Ich sag's dir so, wie es ist, um die Karre richtig sauer zu bekommen, sodass der wieder vorzeigbar ist, ist hier einer 2 Tage dran. Ja. Mindestens, ja. Also Minimum. Wie lange stehen die Buden bei euch jetzt? 2 Monate. 2 Monate. Seit Anfang Dezember, genau. Weiß jetzt nicht, ob es das noch lohnt hier. Die haben über 200 runter, die Buden. Das sind 19er Zulassungen, ne? Ja. Hm. Warte, ich such den. Ja, perfekt. Der hat sogar noch ein paar Einparkhöfe. Yeah! Türen. Und Klapptüren. Das natürlich, da scheiden sich natürlich immer die Geister. Was ist jetzt schöner, was ist jetzt nicht so schön? Ich finde Klapptüren praktischer. Ob nur jetzt von oben drauf regnet oder nicht. Aber ich finde das einfach praktischer. Hier sind noch ein paar Reifen dabei. Die sind relativ sauber, das stimmt. Ne? Ja, ja, die Junior-Chefin schon mal 6 Stunden zugebracht an so einem Auto. Also an dem. Der hat einen Arschgrill für Fahrer und Beifahrer, hat eine Klimaanlage und hat Bluetooth drin. 123, okay, ja. Das sind alles 2000, weißt du das aus dem Hut? Teilweise 19er Erstzulassung, teilweise Ende 18er Erstzulassung. Okay, also 18, 19er. Und dann gucken wir mal kurz, was die so runter haben und was die können. Da hast du eigentlich ganz nett mit einer Sitzheizung drin, oder? Mhm. Isofix. Haben die irgendwie noch TÜV, die Hütten, oder sind die alle müde mit dem TÜV? Ja. Okay, so der hier. Müssen wir mal in die Briefe gucken, auf jeden Fall haben die noch TÜV. Hier sind die Reifen dafür Krütze vorne. Hier hat man die Aufkleber schon mal runtergemacht, da ist natürlich der Lack mitgekommen. Naja, du, ich glaube, jetzt groß anfangen, hier rumzulackieren. Hier hast du ein bisschen einen Anschluss. Jetzt hier groß rumlackieren würde ich nie anfangen, glaube ich. Würdest du lassen, wie es ist. Also wirklich, no joke, einfach so. Hast du die gerade aktuell online irgendwo oder hast du die nur online? Hast du? Ja. Was habt denn ihr dran stehen? 10. Wie? 10. Netto. Netto. Ich
finde, das ist gänzlich nie uninteressant. Sind Hundefänger hier komplett? Vor allen Dingen als Langwasserhund, der ist halt hinten drin riesengroß, ne? Da kriegst du halt richtig was rein. Ja, das ist. Das Ding könnte. Dass der noch steht, staunig eigentlich. Weil sowas ist eigentlich gefragt, so ein Ding, so ein ja, Hundefänger. Die Ladelok ist natürlich klein, ne? Ja. Du kannst auch noch von hinten rein, Julian. So? Ja, ja. Stehst du da? Ui. Das ist ein geiles Geräusch, ne? Das liebe ich. Gut, okay. Halt, das war der andere hier. Den gebe ich schon mal wieder so. Der hat auch 120, also das kommt wahrscheinlich alle aufs Gleiche raus, ne? Der hat schon 178. Da wäre ich raus, glaube ich, weil das wäre mir dann von Kilometerstand her doch dann etwas too much. So bis 100 Bahn 20 kannst du machen, denke ich, kilometerstandstechnisch, dann wird es schwierig. Hier oder hier noch. Und der hat schon 200, ja. Da hat doch noch einer mit dabei. Mal gucken, wie es eigentlich hier erwartungsmäßig aussieht. Also der Service liegt bei Mercedes, ne? Digitales Service. Ja, sind die gemacht worden? Habt ihr das ja, mal gecheckt? Mist gemacht, bei Leasingfahrzeug, das war. Aha, okay, also das ist wirklich gemacht worden. Das waren alles Leasingfahrzeuge. Okay. Dass das jetzt keine Neufahrzeuge sind, war mir schon bewusst. Aber die haben jetzt eben schon über 200 runter oder 180 auf der Uhr. Was hat denn der runter? 147. Das ist der gut reparierte. Der bleibt da. Der bleibt da. Den braucht ihr für euch oder was? Den nehmen wir selber, ja. Okay, gut. Sei also denn, du haust jetzt hier einen übelsten Preis raus und sagst, das ist das Ding, den will ich unbedingt haben, weil das Ding so schön gemacht ist und dann. Ja, nee, ich glaube, das ist für uns nicht hier. Musst du natürlich mitnehmen. Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Aber ich glaube, da haben wir mehr Arbeit als Verdienst dran, um ehrlich zu sein. Wenn hier vorne überall die Kacke runter machen, da kommt dir überall der Lack entgegengeflogen. Das sieht man schon auf den anderen Autos. Eh mal komplett sauber machen, dann ist gefühlt der Gewinn auch schon weg mit Abholen von den Autos, weißt du? Das wird sich für uns nicht lohnen, das wirst du wahrscheinlich doch kleinteilig verkaufen müssen. Also, machen wir Werbung für euch, oder? Das brauchst du eigentlich gar nicht zu machen. Nee? Ich habe noch 3 Nummern mir aufgeschrieben. Ah. Ich rufe da jetzt an, wenn du wegfährst, ja. Und dann sind die heute Abend weg. Bezahlt. Aha, weg. Gut, na dann. Dann hat sich das, denke ich, schon für uns, wird das wahrscheinlich nicht. Aber hätte ja sein können, man weiß es ja manchmal nicht. Wenn du mal kein was Problem. Hast. Wenn du mal LKW kaufen willst oder so. Ja, wenn du mal einen LKW hast oder so. Das ist das. Da haben wir halt eine Firma aus Kassel, der Golek Nutzfahrzeuge. Der hat eine Niederlassung in Kassel und in Polen. Hm. Der macht das schon seit Jahrzehnten und der gibt uns da Preise für so einen LKW. Den kann kein kleiner Händler da geben. Hm. Hier geht es so irgendwo um, was weiß ich, 130.000 Euro. Macht also wenig Sinn, da einzusteigen. Außerdem brauchst du da viel Platz, brauchst Fahrer, die es fahren können, ne, mit Führerschein. Ja. Da geht es schon los. Ne, also auf dem Hof rüberholen und dann hinstellen, mag gleich gehen, aber dann, was ist dann? Ne? Es ist so mit, genau mit der Umsetzung halt das, wenn du halt eine relativ kleine Firma bist, der Golek ist so groß, wir verkaufen ja auch an den Bagger oder Radler und solche Sachen. Da kommt er halt mit einem übelsten Tieflader, ich denke mal so, der kostet 1 Million oder irgendwas, ne? Da kann er das austeleskopieren und hier und dann stellt er da halt einen Radlader drauf, einen Bagger und hinten noch irgendwo so einen kleinen LKW und macht dann los mit dem Ding. Geil. Du sagst so, pff, okay. Hätte ich gar nicht gedacht, dass du ja. drauf passt. Aber wenn ihr mal einen Bagger und einen Rasenmähertraktor zu verkaufen habt. Das hab ich schon gehört, dass du denn jetzt ein bisschen baggergeil bist. Ja, Bagger ist geil. Ja? Ja, baggert nie gerne. Ja. Also früher waren es die Weiber in der Disco und heute baggerst du in der Kiesgrube. Das ist aber halt, Bagger sind teuer, ne? Ich weiß. Die das sind Hohbein alt und Schweine teuer. Ne? Ja. Und dann, uralt und teuer ja. und abgefuckt meistens. Und dann geht mal so ein Steuerblock kaputt und dann bist du gleich mal 9.000 Euro los. So ja. wenig? So ist das Leben, ja. ne? Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage, da gewinnen die anderen. So bis gleich. So sieht's aus. Nächster Stopp. Wie ihr es ja schon unschwer erkennen könnt, sitze ich quasi gefühlt wie in einem Rennwagen in einer Halbschale drin. Und was für eine Halbschale, in was für einer coupéhaftigen Form könnte man denn sitzen? Genau in Audi TT S aus Ende 09 in einer sehr, sehr schönen feuerroten Farbe als Handschalter. Und das Besondere ist, das Ding hat erst 69.300 Kilometer runter. Man sieht hier schon die Halbschale, in der ich hier drin hocke. Großes Navigationssystem, MMI Plus hieß das damals. Mhm. Plus Bixenon-Scheinwerfer und jetzt kommt das Besondere. Das Ding ist von MTM nochmal gepimpt. Hat OZ Ultra Legera drauf. Tiefer ist er, lauter ist er und von der Sache her hat auch alles TÜV. Und jetzt, no joke, Kunde, man sollte ja denken, gut, das verkauft jetzt hier irgend so ein 20-Jähriger. Weit gefehlt. Weil ich könnte mir vorstellen, dass den seine Kinder schon locker so alt sein könnten wie ich. Nur weil ein Auto getuned ist, wir zeigen euch das Ding gleich von außen. Hältst du lange nie, dass ein Auto dann von irgendeinem 19, 20-jährigen Jungspund, der nur Vollgas gibt, gefahren sein muss, sondern es kann auch ein Mann oder ein Typ
fortgeschritteneren Alters sein, der auch Vollgas gibt. Ja. Der auch voll reintritt in die Karre. Nee, Quatsch, wir wollen es mal nicht übertreiben, aber ist ohne Upgrade-Kupplung drin, sollen 310 PS sein. Also noch human, sagt er. Er hat das Auto selber seit 2012. Also in Summe dann jetzt irgendwie 11 Jahre. Ich überlege gerade, ob wir hier irgendwo gleich mal das Auto von außen zeigen. Oder erstmal eine kurze Runde fahren. Was wollen wir machen, Julian? Na, erst zeigen ist vielleicht interessanter, weil da weiß man eher, worum es geht. Ja, gut, dann drehe ich mal hier rum. Schleiftest? Ich höre was. Jo. Weil das Ding ist nämlich, das ist mir schon vor Ort gerade aufgefallen, das Auto hat nämlich nur Federn wohl, sagt jetzt der Vorbesitzer. Das ist bocktief, das Ding. Bocktief. Und er meinte, du, das ist eigentlich nur 1,5 Zentimeter oder 1 Zentimeter oder irgendwas, was das Ding eigentlich runterkommen dürfte. Wir fahren jetzt hier mal in den Schnee, weil wir haben natürlich Sommerreifen drauf. Wir konnten nämlich auch lange nicht hierher kommen, aus dem einfachen Grund, weil hier massiv Schnee ist gewesen, wie man hier noch so ein bisschen sehen kann. Aber wir zeigen euch die Karre jetzt mal. Nicht traurig sein, Leute, das Video geht gleich weiter. Nur kurze Werbung in unserer eigenen Sache. Und zwar kaufen wir seit geraumer Zeit eure Autos auf aus der Community. Vielen lieben Dank für die zahlreichen Zusendungen. Wenn ihr Fahrzeuge zum Verkaufen habt oder jemanden kennt, der eins verkaufen möchte, dann kann er das hier auf einen relativ entspannten Weg tun. Schickt uns einfach per WhatsApp hier auf diese Nummer. Bekommt ihr von mir relativ zeitnah eine Rückmeldung. Ich brauche von euch einen Kilometerstand, eine Fahrgestellnummer, ein paar Bilder, kurz ein paar Details zum Fahrzeug und eine Preisvorstellung. Und wir kaufen noch bis 90.000 Kilometer roundabout. Kaufen wir auf. Mehr geht leider gewährleistungstechnisch nicht mehr. Habt Verständnis dafür. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bin jetzt an der Stelle raus. Viel Spaß mit dem Video. Ciao. Schon cool, ne? So in Rot. Hat was, ne? Trotzdem ist das Ding hinten tiefer als vorne, wie ich schon gesagt habe. Der hat ein Keilfahrwerk drin, bloß andersrum, ne? Also hier müssen wir noch mal gucken mit dem Fahrwerk. Das wirkt ein bisschen unhomogen, ne? Ja, das stimmt. Die Reifen sind auch schon etwas älter. Boah, die vorne sind aus 14, ne? Ja, hier ist nur eine Feder drin, ne? Krass. Also das ist, Problem ist, das ist ja normal, dass das Zeug sich setzt. Und das ist auch das, worauf der Schutzmann so ein bisschen, ich sag es mal vorsichtig, drauf abzielt, ne? Du kommst mit der Karre irgendwo durch Dresden gefahren und da bist du direkt Mode. Und dann kommt der Herr Polizist, nimmt hier immer kurz Maß und sagt so, dann sieht er noch irgendwelche Schleifspuren am Reifen und dann ist in die Fritten. Dann kannst du ein Taxi rufen. Der ist hinten rechts auf jeden Fall tiefer als links. Guck mal hier. Ja. Hier passt nichts rein. Hier ist gar keiner mehr zu Hause vom Platz her. Und hier kann ich noch reinfisten. Verstehst du? Ja. Irgendwie, ne? Reifen vorne müssen wir machen. Reifen hinten sind aus 17, habe ich schon gesehen gehabt. Hinten rechts hängt immer ein bisschen zu tief. Und da das nie verstellbar ist, bedeutet das im Zweifel andere Federn. Miltec, das ist auf jeden Fall nichts Günstiges, ne? Okay. Das kostet schon ein paar Mark. Also unterm Strich, ne? Wer feiert da die Modellvariante? Das muss ich überlegen, weißt du, wie das Modell heißt? 8J. 8J, ne? Glaube ich. Wer feiert, es müsste 8J sein, also ich feiere das Ding optisch. In Rot vor allen Dingen ist das geil. Ich meine, das Auto, das war ein Garagenwagen, der hat das wirklich auch nur von März bis Oktober bewegt, das Auto, war es angemeldet. Jetzt dazwischen ist ja nichts los, keiner zu Hause. Wenn du mal guckst, normalerweise sind die Sitze nach so vielen Jahren die Halbschalen eigentlich fertig. Ja, ist halt krass. Hier vor allem am Einstieg. 2009 einfach. Oder das Auto ist aus Ende 8. 8, ja. Das Ding ist mal 15 Jahre bald alt. Das ist krass, ja. So, ansonsten, wie gesagt, das Ding von MTM getuned. Und was mir halt aufgefallen ist, wie gesagt, die Fahrwerkshöhe halt irgendwie nicht hin. Das sieht irgendwie komisch aus. Und die Reifen sind halt müde. Das ist theoretisch nicht der Ölfresser. Wer jetzt hier vermutet, die Dinger hatten ein, zwei andere Problemchen, aber das ist nicht der Ölfresser. Okay. Das sind noch die Motoren, also die Motorengeneration, die noch funktioniert. 2 Liter Vierzylinder, 272 PS gab es als Handschalter, DSG, Coupé und Cabrio. Davon gab es ja auch einen TTRS noch, TTRS Plus gab es noch. Ich glaube, da gab es auch noch mal eine Limited Edition. Ansonsten zustandsmäßig, er ist auch nicht nachlackiert, ist jetzt aus dritter Hand. Das Einzige, was ich jetzt hier zu meckern hätte, CD-Wechsel hat er noch, Sitzheizung ist klar. Das Einzige, was mich jetzt noch stören würde, wären halt die Reifen und das Fahrwerk. Ich gucke auch mehr, weißt du, ich gucke mir immer die Doorboards so an. Hat hier schon mal irgendwie einer einen Gurt dazwischen geschmissen? Na, hier die Gurtschnalle, hat hier schon mal irgendeiner was dazwischen gekloppt? Im Einstieg auch und so. Ja, und hat dann hier angefangen, die scheiß Plastik hier auf Deutsch gesagt, kalt zu verformen. Echt eine coole, witzige Gelegenheit für einen relativ schmalen Schein. Und das ist für mich auch eher so Sportcoupé Cabrio. So im Bereich von 20.000 Euro, ist genau das Auto. Und vor allem das Ding kannst du wirklich auch, wenn du willst, den ganzen Sommer fahren, auch den ganzen Winter hat der Allrad. Machst ein paar Winterräder drauf und schon geht's ab die Luzi. Kofferraum ist natürlich nicht so viel los, mal gucken hier. Ich sag mal so,
zum Rumfahren, zum Sportfahren und mal einen Einkauf mitnehmen, reicht es wohl aus. Und wer denkt, okay, der hat wahrscheinlich jetzt die Schnauze voll und braucht mal ganz dringend ein anderes Auto, der hat quasi das gleiche, nur mit mehr Bums, als Sondermodell nochmal gekauft. Aber in 5 Zylindern diesmal. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt zur Farbe. Also eine Zentimeter Tieferlegung, das sind locker schon 2,5 oder 3. Echt? Wie hoch ist denn der bitte Serie? Ja, da kannst du Fußball durchschießen durch den Radkasten normalerweise. Okay, krass. Also eigentlich würde ich sagen, Originalhöhe hier irgendwo. Okay. Würde ich schon sagen. Und hier hinten ist komplett. Huhu. Na gut. Ne, also da muss man nochmal ran. Für die gibt es ja viel am Markt. Da gibt es ja von Low-Budget-Fahrwerk für 800 Euro bis 3 Scheine bestimmt alles. Oder da er schon Performance-Räder hat, eine Abgasanlage, eine Kupplung drin, würde ich behaupten, dass es hier schon Sinn machen würde, ein Performance-Fahrwerk einzubauen. Aber das ist natürlich Autohändler und Kosten und Ausgeben ist immer schwierig. Ne? Brauchen wir nicht reden. Das ist einfach die Wahrheit. Wir drehen es noch eine Runde, aber ich dachte ganz gerade raus, so brauchst du es an den nächsten Kunden nicht rausgeben. Also nie bei uns in unserer Stadt. Ich meine, der Motor, wer sich jetzt Gedanken macht, ich denke, dass du den Motorstock mit einem Ladeluftkühler wahrscheinlich locker auf 350 PS, vielleicht Richtung 400 fahren könntest. Alles, was dann drüber geht, da musst du dann an die Innereien ran. Ja, das ist okay, ne? Hat Leistung. Und das ist ja aber auch hier gefühlt alles Rennstrecken hier für so eine Kiste. Ne? Ja, das stimmt. Fehlt bloß noch Schubknallen. Also ich muss sagen, ich bin begeistert. Das fährt richtig cool. Das ist auch nicht zu schnell, ne? Das ist nicht zu pervers schnell. Aber es hat einen guten Punch. Und das ist das, was mich immer ein bisschen, was mich persönlich, ohne Scheiß jetzt, abholt, wenn du ein Auto für kleines Geld haben kannst, oder sag mal, kleines Geld ist auch ein bisschen untertrieben, ne? Aber ich sag mal, noch bezahlbares Kraftfahrzeug hast, was richtig Spaß macht. Ich meine, der hat ja nur einen relativ kleinen Lader, der Kollege, und geht auch relativ gut unten rum raus. Ne? Pass auf, sind wir bei knapp über 2000 Umdrehungen, genau, wir gehen mal runter in die 2. Fetzt? Ja, fetzt schön. Würde ich genauso lassen. Ja. Der Auspuff ist noch nicht so alt, der wird vielleicht noch mal einen Ticken lauter. Ich würde es genauso lassen. Das ist halt das für mich. Du brauchst halt immer diesen V8 Boller, M4, M3, 6-Zylinder Riesenlader, 900 PS, brauchst du alles gar nicht. Sondern du kannst so ein Ding auch gefühlt für kleines Geld unterhalten. Mit, keine Ahnung, 8,5 Liter Spritverbrauch. Realistischen 8,5 Liter Spritverbrauch. Jetzt muss man links, oder? Ja, ich glaube. Was kostet eine Bremse? Was kostet ein Fahrwerk? Was kostet ein Lenker? Mhm. Das ist halt bei den Autos einfach kalkulierbar. Das ist einfach überschaubar. Deswegen finde ich sowas auch ganz geil, wenn man sich so ein Ding zieht. Ich denke auch, es gibt dafür einfach einen Markt. Nö, ansonsten, Freunde, was sagt ihr? Machen oder lassen? Würdet ihr jetzt hier nochmal rumjammern wegen dem Fahrwerk und den Reifen? Oder würdest du einen töten und mitnehmen, das Ding? Schreibt es in die Kommentare. Schreibt es in die Kommentare. Was schätzt ihr, was gibt man dafür aus und was gibt man hierfür aus? Und war es der richtige Wind, die Titankisten stehen zu lassen? Und was ist hier die Meinung? Mitnehmen, lassen? Und was würdet ihr ausgeben? Ne? Ich glaube, der ist dritte Hand. Er hat ihn seit 2012. Checkheft gepflegt. Sonst komplett belegbare Historie. Nachlackierungsfrei, unfallfrei und halt schon einige Umbauten dran. Vielen Dank, Freunde, für eure Aufmerksamkeit. Und was soll ich schon sagen? Ich hab's vergessen. Abonniert und disliken. Ja, disliken, deabonnieren, ihr wisst ja das ganze Programm. Ne? Und die Glocke ausschalten. Genau. Das ist ganz wichtig. Hat alles auf LED umgebaut, ne? Das ist krass, ne? Hier komplett. Ja, schon ein bisschen detailverliebt, der Kollege, ne? Moderne Optik hier. Wenn ich sag's dir so, ich weiß nicht, wer wird denn der Besitzer sein? Also ich glaube auch nicht, dass es so uralt ist, wie du vorhin von wegen. Nee, nie uralt. Aber das könnte mein Papst sein. Denkst du? Ja, der wird Ende 50 sein, auf jeden Fall. 58, 59 wird er sein. Wollen wir mal fragen dann? Wie alt bist denn du? Sag mal einen Ausweis. Fahr einen Ausweis mit dem Kaufvertrag. Ach so. Ja. Wie ich dann hier so einen Fuffi rüberschiebe, weil ich verloren habe. Scheiße. So kommentarlos. Oh. Gut, Freunde. Tschüss. Und da kannst du noch diskutieren, dass das Teer ist. Weißt du, ich meine? Mhm. Ich sag, nee, das ist Gummi. Ganz eindeutig Gummi. Junge, das letzte Mal Gummi benutzt habe ich mit 12 oder so. Man kennt ihn so. So. Wir lassen noch mal kurz hier komplett einschlagen. Ich dachte, wickeln. Also wickeln, ja. Ne, das ist kein
V8-Bisurbo und eine Cut und. Ne? Kostet alles 1000 Euro, was ist das für eine Rutsche, Alter? Eine Polo Harlequin Rutsche? Da ist sie. Sind wir hier vor uns wirklich vorbeigekommen? Ich bin mir unsicher, aber. Ich dachte, gut, okay. Nee, doch, ich glaube schon. Ja?